Also, wir haben hier wieder einen Kandidaten gefunden, und zwar wortwörtlich. Er ist auch der Kandidat vom 8. Bundesrat, der momentan vom Blick gesucht wird. Er hat sehr, sehr gute Chancen zu gewinnen, und ich möchte doch alle noch aufrufen, votet noch die Woche bis am Freitagabend um 12 Uhr für Raphael Wüterich. Hallo Raphael, freut mich, dass du heute hier bist und da auch schnell eine Rede gehalten hast. Ich hätte mir gewünscht, dass es viel mehr Leute hätten gehört, weil es hat schon recht viel gehabt, ja, aber deine Worte sollten noch viel, viel mehr Leute hören und hoffen wir auf einen Freitagabend. Die Chancen sind sehr gross. Du bist jetzt im Finale. Wie geht es dir? Was erwartet dich? Weißt du schon etwas, was nachher kommt? Nein, ich weiß überhaupt nicht, was nachher kommt. Jetzt bin ich in diesem Finale inne und bin relativ ruhig. Letzte Woche bin ich recht auf Trab gewesen, weil ich immer denke, längt es nicht. Und jetzt merke ich irgendwie so, ich durfte jetzt hier reden und viele Leute haben es cool gefunden, was ich da erzählt habe. Ich habe gemerkt, ab letzter Woche ist plötzlich so ein Prozess in Bewegung gekommen, wo ich nicht mehr selber die Leute kennt habe, die für mich Werbung gemacht haben. Und ich glaube, das ist doch ein recht gutes Zeichen. Von dort her bin ich eigentlich im Moment recht ruhig und ich glaube, ich liege im Moment auch vorne. Und jetzt schaue ich einfach mal und ich habe zum Glück noch so in der Hinterhand ein paar Joker, die man gegen Ende vor Wochen könnte ausspielen. Von dort her bin ich auch einigermaßen hoffnungsfroh, aber es ist natürlich klar, unbedingt voten. Und es geht um die Aktion vom Blick der 8. Bundesrat. Als 8. Bundesrat hat man die Gelegenheit, einmal im Tag, einen ganzen Monat lang, die Themen können im Blick zu bringen, die wirklich wichtig sind. Das wäre ganz in eurem Sinn, hoffe ich. Darum bitte wählt mich auf Raphael vor, mit einem 4i, vor bundesrat.ch. Da kann man im Moment wählen, mit allen Stimmen, Mailstimmen, die man hat. Ja. Oder auch einfach blick.ch. Wer sich das jetzt nicht kann merken kann, ja, findet man auch einen Link auf der Blickseite. Ja. Oder? Genau, es ist ja wunderbar, haben wir zuerst mal eigentlich die Chance, einen, der eine objektivere Sicht auf die Dinge hat, im Blick einen Monat lang dürfen lassen. Aber ich denke, schon ein objektiver, weil ich glaube, objektiver findet auch so eine ganzheitlichere Sicht, dass man es von anderen Seiten anschaut und einfach auch die Sachen hinterfragt. Und was ja uns vielfach auch unterstellt wird, ist, dass wir auch einseitig waren und alles als Verschwörungstheorie. Aber was die Leute nicht wissen, ist, dass bis wir zu diesen Verschwörungstheorien sind, wir uns auch mit anderen Sachen sehr gut informiert haben. Sonst kommt man eigentlich nicht dorthin. Ich muss schon sagen, im Punkt Verschwörungstheorie bin ich immer sehr, 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 sehr vorsichtig. Ja. Ich schaue es wirklich einfach mal als Theorie an, die durchaus könnte sein und sie könnte leider durchaus auch nicht sein. Ich nehme es einfach mal zur Kenntnis, aber ich bin nicht die Person, die sich da extrem auf das Eis rauslässt und um für irgendwelche Theorien die Hand ins Feuer legt. Was mir ganz wichtig ist dass wir wirklich die Strukturen anschauen, die tatsächlich da sind und die überhaupt auslösen, dass solche Symptome wie so Verschwörungstheorien können entstehen können. Darum ist es mir immer ganz wichtig, dass wir über das Wirtschaftssystem reden, über das Geldsystem reden, weil das schlussendlich das Fundament ist von all unserer ganzen Gesellschaft. Das ist Fakt und das ist mir ganz wichtig, dass man aufzeigt, dass die Mechanismen, die man dann spielen im Geldsystem, aber auch im Wirtschaftssystem, dass die nicht für die Mehrheit laufen, sondern eben für eine kleine Minderheit, die sogenannten 1%. Und wir sind halt die 99%, die denen irgendwie ermöglichen, dass sie ein schönes Leben haben. Aber auch die können nichts dafür, dass sie reich sind. Auch da hat das System einfach aufgepusht. Darum habe ich auch überhaupt keinen Hass gegenüber diesen Leuten. Ich denke, es ist falsch, irgendwelche Aggressionen zu haben gegen die Leute. Weil schlussendlich müssen wir jetzt gemeinsam als Menschheit bessere Lösungen umsetzen. Wir müssen sie nicht einmal mehr finden, erfunden sie schon, wir müssen sie nur noch umsetzen. Wir wollen ja Frieden. Also, man sieht ja, was auf der Welt passiert, wenn man mit Hass bekämpft. Und von dem her, schönes Statement. Ich möchte weitergehen noch zu der Mahnwacht hier. Du bist jetzt hier gewesen. Was gibst du, wo vielleicht jetzt auch schon in mehreren Bewegungen, ich weiss ja, Occupy, bist auch schon auf dem Platz gewesen. Hast du dann auch schon mal einen Auftritt gehabt im Club? Was gibst du dieser Bewegung eventuell eine andere Chance, mehr Chancen? Was gibst du hier? Was ist vielleicht anders, dass es das mal länger und besser funktionieren als noch bei Occupy? Ich glaube nicht, dass Occupy nicht funktioniert hat. Wenn du heute zu jemandem hergehst und sagst, du bist einer von den 99%, der versteht auch, was du meinst. Und ich glaube, das war eine sehr grosse Errungenschaft, die Occupy tatsächlich hat.
Und jetzt die Mahnmacht, das ist einfach wieder ein Aufblühen von Leuten, die wieder zusammenkommen und sagen, jetzt ändern wir etwas. Und ich glaube, das wird auch nicht die letzte Bewegung sein, die genau das macht, weil das braucht es ständig in einem evolutionären Prozess. Und ich glaube, das braucht einfach Schrittli für Schrittli. Und jede Bewegung wird etwas verändern. Und jedes Statement und jeder gute Kommentar, der im Sinn des Frieden ist und im Sinn des Fortschritts ist, wird etwas bringen. Da bin ich überzeugt davon. Von dort kann man nicht sagen, Occupy ist jetzt gescheitert und jetzt gibt es da etwas Neues. Ich sehe das wie als fließende Bewegung, wo mal aktiver ist und mal ein weniger aktiv ist. Egal wie sie heisst. In die Richtung habe ich doch etwas hören wollen. wenn wir beim Frieden sind, wir haben momentan Krisenherde, ist vielleicht zu viel gesagt. Wir haben tausend viele Krisenherde auf der Welt, aber momentan ist eine im Fokus, die Ukraine. Was sagst du dort dazu? Wie vielleicht auch medientechnisch, wie werden wir informiert? Ist es Propaganda? Sind es wirklich die prorussischen Separatisten? Und so weiter. Willst du etwas dazu sagen? Ja, sehr gerne. Also, ich habe es nicht im Detail verfolgt. Ich tue mich mittlerweile nicht mehr so oft mit dem aktuellen Tagesgeschehen auseinandersetzen, weil ich finde, es ist so ein dummes Spiel und ich will nicht wahnsinnig viel Energie reinsetzen. Aber was ich beobachte, ist, dass Propaganda auf beiden Seiten betrieben wird. Also Russland betreibt extreme Propaganda und die westlichen Medien betreiben genau gleich Propaganda. Und ich glaube nicht, dass das das Problem ist von irgendwelchen Chefredaktoren oder von irgendwelchen CEOs, sondern es ist vor allem das Problem von ganz, ganz wenigen Ressourcen. Die Medienblätter können heute einfach nur noch ganz wenige Korrespondenten in die Länder entsenden, von beiden Seite her. Und dann wird das halt einfach vervielfältigt. Und das ist quasi schlussendlich auf eine Feder oder auf eine Tastatur zurückzuführen, was überall berichtet wird. Und das kann nur einseitig sein. Da vermisse ich extrem die Medienvielfalt. Und das ist auf beiden Seiten eine Katastrophe. Und darum mache ich mir darüber auch wieder nicht wahnsinnig feste eigene Meinung. Ich sehe es einfach mal, es ist ein Problem. Aber ich kann nicht sagen, ich bin jetzt für ein Eingreifen, dass man Putin zurückdrängen soll, oder ich bin jetzt für Putin, man soll endlich NATO bodigen. Was auch immer. Schlussendlich ist es ein Machtspiel, das darauf beruht, dass irgendwie Länder versuchen, möglichst viele Ressourcen und möglichst viel Reichtum an sich zu reissen. Und ja, es ist einfach ein Witz, weil schlussendlich gehört die Welt und die ganzen Ressourcen darauf, die gehört uns Menschen und nicht irgendwelchen Nationen. Und wir sollten endlich lernen, mit den Ressourcen, die wir haben, dass so sinnvoll wie möglich produziert wird, dass alle unsere Bedürfnisse möglichst gesteckt werden. Aber halt eben nicht jedermanns Ferrari oder jedes Frau weiß auch nicht, was für eine Superjacht. Ja. Was auch immer. Ich habe das Gefühl, wir müssen endlich mal ein bisschen anfangen, globaler denken, aber regional organisiert sein. Also das Problem ist, du hast sicher mit allem recht, was du sagst. Wir müssen endlich an Frieden und für den Frieden handeln. Mal, was das sicher ist, sind wir auch grossen Teil einig, wenn man auf der Straße redet. Die Leute wollen Frieden, sie wollen endlich Weltfrieden, sie verstehen die Sachen nicht, die dort abgehen. Fakt ist aber auch, dass es dort mittlerweile so eng ist geworden. Mir hat jetzt schon heute, habe ich gerade im Radio gehört, sie haben zwar in Satirische reingezogen, aber der dritte Weltkrieg steht vor der Tür. Und ja, ich mache mir also ehrlich gesagt auch ein bisschen Sorgen, weil so eine enorme Propaganda und vielleicht eben beidseitig für alle Völker eine Verfälschung von den Informationen und in den Krieg hineintreiben. Machst du da vielleicht in die Richtung Gedanken, dass es wirklich das mal ganz eng könnte sein? Ich glaube, wir sind schon weiter als in den 60er Jahren beim Kalten Krieg. Ich weiß es nicht. Also ich mache mir sehr wohl Gedanken. Es betrifft mich auch persönlich, wenn ich sehe, wie es jetzt einfach aufgeschaukelt wird. Ich habe mal, als ich studiert habe, ein Seminar namens Peace Journalism besucht, wo es wirklich einfach darum geht, wie du über Krisen her berichten, sodass es eben nicht eskalierend ist, sondern dass es deeskalierend wird. Und es wird so ziemlich das Gegenteil gemacht, auf allen Seiten. Und das ist brutal, das ist fatal. Da hat die Politik natürlich auch ihre Mitschuld. Ich weiß nicht, was man dagegen machen kann, außer zusammenkommen und zeigen, liebe Medien, es gibt auch Stimmen, die nicht Krieg wollen, egal was da außen schon berichtet wird. Ja. Wir wollen einfach keinen Krieg. Und ich glaube, die Völker untereinander, die wollen eigentlich auch nicht Krieg. Es ist immer die Elite, die sie aufhetzt. Und die Elite hat dummerweise auch gute Gründe dafür. Das ist der Scheiß. Und dort sind wir wieder beim System angelangt. Wir müssen das scheiß System verändern. Sehr gute Gründe vor allem, oder? Weil es einfach, weil die ganze Sache die Wirtschaft ankurbelt, schlussendlich wieder in ein bisschen Geld durchspült. Es geht ja um das. Und der bist ja du auch. Es geht um das, aber es sind auch Zwänge drin. Ich meine, wenn du zum Beispiel einen Nestle-Chef anschaust, Monsieur Brabeck,
Wenn der nicht so funktionieren würde, wie sein Verwaltungsrat von ihm fordert, dann wird er einfach ersetzt durch den nächsten. Mhm. Also das ist extremer Druck. Und darum kannst du nicht mal sagen, er will sich nur selber bereichern. Er muss auch in diesem System funktionieren. Ja. Weil sonst ist er einfach weg und der nächste kommt. Ja. Ja, klar, unser System fördert, dass wir egoistisch werden, dass wir ellbögeln, dass wir Konkurrenz irgendwie versuchen zu besiegen. Aber es ist wieder das Problem vom System. Kooperation wäre viel, viel gewaltiger, wäre viel, viel, könnte viel, viel die schöneren Blüten auf dieser Welt hervorbringen, als das Konkurrenz momentan bringt. Es ist einfach wieder, wir müssen es einfach Schrittli für Schrittli müssen wir es irgendwie herschaffen. Du hast jetzt gerade von einer Blüte geredet, so eine Knospe, die ja du jetzt im Kochen hast, eigentlich, die zu einer Blüte könnte werden. Das ist vielleicht maximal ein Sämli anfangen. Ja, ich glaube, es ist schon ein bisschen. Jetzt sind wir auf dem Ende. Ja, wir sind am Gießen. Du hast es schon ein bisschen verbrennen, also ich glaube, es ist schon gespliesst. Schön. Von dem her, willst du da noch etwas darüber sagen, was da eventuell für eine kleine Lösung, die das meiste geht, bei dir so ein bisschen auf das Geld- und Wirtschaftssystem her, wo wir sicher auch die Leute als erstes erreichen, die auch dabei also auch so eine gewisse Welle lostreten. Ja. Hat, man bis heute gespürt. Ja. Und du hast auch jetzt in deinem eventuell zukünftigen Amt eigentlich eben so einen Lösungsansatz im Köcher, den du hier probieren willst, in der Schweiz zu etablieren. Ja. Kannst du da etwas darüber sagen? Ja, sehr gerne. Ich möchte als 8. Bundesrat den Bürgerbonus lancieren. Das wäre quasi ein Dankeschön vom Volk für das Volk. Also wir würden, im ersten Schritt würden wir als Volk definieren, was ist eigentlich wertvolle Arbeit. Und wenn wir da Kriterien festgesetzt haben, ich werde das in einem systemischen Konsensieren machen, so als kleiner Einschub. Wenn wir die Kriterien festgesetzt haben, dann bekommen all die Leute, die eben den Bürgerbonus zu gut haben, die bekommen auf ein Konto Bürgerbonus ausgezahlt. Und mit diesem Bürgerbonus kann man dann qualitativ hochstehende Produkte günstiger kaufen. Also wenn ich ein Sandwich kaufe, das zum Beispiel biologisch und regional ist entstanden, dann muss ich vielleicht nicht 10 Franken zahlen, sondern ich zahle 8 Franken und 2 Bürgerbonus. Und der Bürgerbonus macht quasi, dass ich schlussendlich am Ende des Monats mehr Geld in der Tasche habe, aber ein hochqualitatives Produkt in den Händen hatte und gleichzeitig auch noch meine Arbeit endlich ist anerkannt worden, die ich vielleicht gemacht habe. Sehr so ganz gut. Grob. Mehr Infos gibt es auf Raphael vor Bundesrat. Ja, haben wir ja jetzt auch nicht unbedingt Zeit dazu. Ich glaube, genau, es ist gut, dass du heute schnell so ein Statement können geben, was deine Arbeit wird sein, falls du gewinnst, falls ihr alle noch fleissig votet bis am Freitag am Abend. Das wäre wirklich toll, weil ich glaube, da hätten wir wirklich mal jemanden, der etwas darf sagen, der einfach wirklich anders berichtet, als das üblich ist. Ich hoffe natürlich auch, wir wissen, wir sind dort im Ringier-Haus, gell? Und du hast heute auch schon erzählt, wir wissen auch, hast du das Gefühl, du darfst dort dann wirklich alles schreiben, weil wir haben es ja gesehen im Club. Ich habe die Sendung mehr als einmal geschaut und irgendwo analysiert und gesehen, jedes Mal, wenn du schon nur das Wort Zinn, dann hat die Moderatorin schon abgewürgt. Moderator, ja, sorry. Du hast dort eigentlich nicht richtig können erzählen und rauslassen. Könnte es nicht sein, dass du auch im Blick einen Maulkorb bekommst? Nein, einen Maulkorb glaube ich nicht. Wir hatten so eine Interview-Session mit allen Kandidaten. Ich glaube schon, dass ich im Blick tatsächlich das wieder überbringen konnte, was ich eigentlich auch will. Vielleicht nicht 100%, aber es ist immer so, eine Korrektur hast du selbstverständlich immer. Und es geht ja auch darum, dass die Leute verstehen, was ich sagen will. Und es ist ganz schwierig, wenn man so in einem Thema drinnen ist, dann noch Wörter zu brauchen, die allgemein verständlich sind und nicht einfach nur das Fachsimple. Von dort her bin ich da auch ganz froh, habe ich Leute im Hintergrund, die beim Blick werden helfen, dass es verständlich ist. Und selbstverständlich wird ein bisschen an Komplexität verloren gehen, aber ich bin sehr zuversichtlich, dass ich das überbringen kann, was ich schlussendlich überbringen will. Sonst muss ich es nicht machen. Okay, danke vielmals Raphael Wüterich und viel, viel Glück für die Wahl. Ich muss auch noch abstimmen, auf jeden Fall, muss auch noch voten, aber werde auf jeden Fall das noch machen. Und ich wünsche dir alles Gute und vielleicht bis ein anderes Mal bei Time to Do. Danke, tschüss Raphael.